Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich mache ein ganz special limited Video. Hallo. Let's go. Angezogen und ihr wisst Bescheid. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich wollte mich ganz am Anfang erstmal bei euch bedanken für die 6000... Ich bin jedem von euch richtig dankbar. Yeah, jetzt gehen wir bald auf die 7000. Ich glaube, wir sind jetzt 6200. Mega, mega, mega danke an jeden, wie gesagt. Und ja, in diesem Video, Leute, ganz special Video, ein Q&A über Aufstreife, ab ins Kloster und Krassschule. Ihr habt alle gewartet, bis ich euch alle Fragen beantworten kann. Und heute ist es soweit. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Ihr habt mir Fragen gestellt. Ich antworte sie jetzt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch einfach direkt an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video, Leute. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und let's go. So, meine Lieben, nicht wundern. Ich gucke jetzt auf meinen PC, weil hier habe ich meine Fragen. Ja, also die allererste Frage kommt von der lieben Laura. Wie war es so bei Kaschula so am Set? PS, lieb dich. Lieb dich auch, danke. Ja, also am Set von Kaschula, Leute. Ja, es war mega cool eigentlich. Ich musste sehr oft hinfahren und drehen. Ich würde sagen, es war sehr lustig immer, weil es gab immer was zum Lachen, aber natürlich auch stressig. Leute, ihr müsst euch vorstellen, da sind viele Darsteller und es ist halt sehr chaotisch manchmal. Es kann schnell zu Verwirrung kommen, aber ich habe es durchgehalten, ich habe es geschafft. Ja, es war halt das erste Mal, dass ich in so einer, sagen wir mal, Serie mitgespielt habe. Sonst habe ich ja eher in Dokumentation mitgespielt oder Reality-Shows oder so, also so Sachen. Und das war halt eine richtige Serie, Leute, deswegen... War es natürlich was anderes. Ich muss mich auch erstmal daran gewöhnen, wie es am Set abläuft, weil bei jedem Set läuft es natürlich anders ab. Aber ich glaube, es war einfach cool. Man hat viele Leute kennengelernt, mit denen man bis heute noch manchmal schreibt, kommuniziert. Und ja, ich glaube, es war einfach eine coole Erfahrung, Leute. Ja, es kommen gleich noch ein paar Kaschule Fragen. Die liebe Denise fragt, wie war es für dich, mit dem Akzent bei Kaschule reden zu müssen? Also ich glaube, es ist mir doch etwas schwer gefallen, weil ich kann halt fließend Englisch und dann irgendwie noch so tun, als könnte ich kein Deutsch. Es war echt ein bisschen komisch, finde ich, aber ich habe es, glaube ich, gut meistern können im Endeffekt. Also am Anfang war es wirklich ganz lustig, weil ich musste die ganze Zeit lachen, Leute, wie ihr mich kennt, ich lache so oder so bei jeder Situation. Aber ja, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Ja, das war eigentlich ganz nice. Selin fragt, womit beschäftigst du dich in der Corona-Zeit? Mit gar nichts, Leute. Wirklich, ganz ehrlich, ich sitze den ganzen Tag im Bett, ich habe den ganzen Tag Hunger, ich gucke den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos, da ich Serien hasse generell, Leute. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist einfach so langweilig und ich habe mich dann mal entschieden, ach ja, du hast ja noch einen YouTube-Kanal, jetzt könntest du auch mal wieder ein Video drehen. Genau, und sonst mache ich eigentlich nur TikToks, unterhalte irgendwelche Menschen, lache oft viel. Ja, wie immer einfach. Einfach chillen, Leute. Das ist mein Lebensstil. Weil zur Arbeit kann ich ja leider auch nicht, weil mein Subway zuhört. Ja, also chill ich zu Hause. Nächste Frage kam von der lieben Thea und sie fragt, hast du dich am Set mit allen Leuten von Krassschule verstanden? Ja, tatsächlich habe ich mich natürlich mit allen verstanden. Die sind alle mega lieb und korrekt drauf in echt. Die ganzen Darsteller und ja, es war halt ganz schön cool, weil wo ich da ankam, hat mich erstmal eine Darstellerin gefragt, sag mal, stopp, dich kenne ich doch von Ab ins Kloster. Und mir war das ja so unangenehm, Leute, weil Ab ins Kloster war echt eine Blamage für mich. Und ich so, Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und dann wurde ich eigentlich ganz relativ, also relativ schnell ins Team eingeschweißt von den ganzen Menschen. Das fand ich auch mega korrekt. Ja, also mega, mega und es hat einfach mega Spaß gemacht. Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar eine liebe Phil fragt, sind die Polizisten auf Aufstreife echt und wie fandest du deine Zeit bei Aufstreife? Also Leute, zu Aufstreife muss ich sagen, bald kommt wieder eine neue Folge. Ich weiß noch nicht wann genau, aber ich halte euch natürlich auf meinen Social Media Kanälen auf den Laufenden. Ganz ehrlich Leute, ich fand Aufstreife sehr chillig, muss ich zugeben, weil man kriegt halt eine Story. Ja, die Polizisten sind echt, Leute. Sie sind wirklich Streifenpolizisten. Das sind wirklich echte Polizisten. Und die verhalten sich halt wie im echten Leben. Wenn eine Situation kommt, muss es wirklich glaubwürdig rüberkommen für die Zuschauer. Deswegen verhalten die sich wirklich wie im echten Leben. Die tun all das, was sie im echten Leben auch tun würden. Das heißt, die kennen die Geschichte auch überhaupt nicht, Leute. Also die wissen nicht, was auf die zukommt. Die werden halt nur für den Tag gebucht und
dann vor Ort spielen wir die Geschichte ab und die reagieren halt wie im echten Leben. Das wird auch einmal nur gedreht, Leute. Das wird einmal durchgedreht, also mit der Kamera durchgeschwankt. Und ja, wenn du deinen Text verkackst, bist du selber schuld. Also immer schön Text lernen, hieß es dann für mich. Ja, in der nächsten Folge, ich kann ja schon mal eins sagen, ich bin da auf jeden Fall schwanger. Mega lustig, Leute. Ich muss selber richtig lachen. Aber das wird mega. Also immer schön dranbleiben, weil ich poste immer alles, wann ich im Fernsehen bin. Also abonnieren, nicht vergessen auf den Social Media Kanälen. Sorry, Leute. Die Frage fand ich wirklich richtig lustig. Und zwar, die kommt von der Laura. Was magst du mehr, Bratwürste oder Mangos? Wie kommt man auf so eine Frage? Ich liebe Mangos. Also ich mag auch Bratwürste, ja, Leute. Aber ich tendiere eher zu Mangos, wenn ich die Wahl hätte. Ja. Was würdest du tun, wenn du ein Junge wärst? Also, ich kann so eine Frage ehrlich nicht beantworten, weil ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mir erstmal als Junge... Ich weiß nicht, Leute. Ich würde mir erstmal Mädchen klären, weil dann habe ich ja schon mal jemanden. Und dann könnten wir ja weiterschauen, was ich als Junge tun würde. Also es gibt da keine konkrete Antwort drauf. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach spontan gucken. Ich weiß nicht, wie ein Junge richtig tickt, wenn man ein Junge ist. Deswegen kann ich das irgendwie nie ganz schwer beantworten. Also ich weiß nicht. Und die allerletzte Frage für heute kommt von dem lieben Niklas. Niklas fragt, auf welcher Plattform bist du am aktivsten dabei? Ich würde ganz ehrlich sagen, sogar Snapchat, weil Snapchat, ich hänge wirklich 24/7 auf Snapchat und ich poste halt wirklich mein ganzes Leben, würde ich sagen, dort. Egal, was ich mache, ich nehme die Leute mit, ich laber, ich lache, ich pranke jemanden, wie zum Beispiel meinen Bruder, meine Mama, mein Dad. Und da nehme ich halt immer die Leute mit. Deswegen, Leute, addet mich alle auf Snapchat und ja, dann könnt ihr mich verfolgen. So, Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Bock habt, dass ich weitere Fragen zu aufstreife, oder Kaschule beantworte, dann lasst mir einen Kommentar da, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen. Und Leute, ich liebe euch alle, danke für euren Support, vor allem auf TikTok, Insta und Snap. Danke für jeden und ich liebe euch. Ciao. Abonnieren nicht vergessen. Jetzt, genau jetzt.